Vom Freitag bis zum Sonntag ist das World Food Festival zu Grenchen. Momentan ist Streetfood hoch im Trend. Leute wollen Gastronomie in verschiedenen Formen erleben. Exotisch, unkompliziert, aber trotzdem genussvoll. Auch für Gastronomen ist das ein interessantes Konzept. Mit Jules of Joy hat Markus Schüppach einen Foodtruck, der nach seinen Bedürfnissen ausgestattet ist. Im Gegensatz zu einem Restaurant ist der Foodtruck mobil und er kann dort hergehen, wo die Leute sind. Ich wollte zu den Leuten. Also die Schweiz ist mein Arbeitsort und dort fühle ich mich daheim und auf der Straße die Gesichter sehen und mit den Leuten zusammenarbeiten und denen das verkaufen, das ist das Schönste. Die Streetfood-Generation will nicht nur Fast Food, sondern es geht vielmehr in Richtung Slow Food. Das heisst, dass die Gerichte mit frischen, regionalen oder sogar biologischen Zutaten gekocht werden. Wir gehen eher aufs Land, in die kleineren Städte. Und das ist natürlich auch einfach eine andere Strategie. Es ist ganz etwas familiärer. Wir haben rund immer 25 Stände. Und an anderen Orten hat er 50 Stände und mehr. Ein riesen Chaos. Und bei uns ist es so ein bisschen intimer, sage ich jetzt mal, so ein bisschen familiärer. Es ist überblickbar und das ist, macht uns entsprechend auch mehr Spass. Das World Food Festival ist Anfang Juni in Lenzburg gestartet und wird bis Ende Oktober 13 verschiedene Gemeinden besuchen.